Doch, Büro 34B ist anscheinend das Büro von einer Frau Dolores Umbridge. Nie gehört den Namen. Mal schauen. Ach, das sieht aber nett aus. Keiner da. Also hier ist Büro 34B. Ich kann jetzt mein Praktikum beginnen, aber hier ist niemand. Mr. Diggory hat auf 34B gesagt, oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher. Hier drin sind überraschend viele Dinge, die entweder rosafarben sind oder mit Katzen zu tun haben. Hallo? Dolores Umbridge, Leiterin des Büros gegen den Missbrauch der Magie. Schön, Sie. Wie sind Sie in mein Büro gekommen? Nun, sprechen Sie deutlich! Nuscheln Sie nicht! Natürlich, Miss Umbridge. Für Sie, Madame Umbridge. Ja, Madame Umbridge. Und jetzt werden Sie mir erzählen, was ein Kind ohne meine Erlaubnis in meinem Büro macht. Und lügen Sie mich nicht an! 8 Stunden? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich sollte mein Praktikum in der Abteilung für magische Strafverfolgung machen. Fassen Sie nichts an, ohne dass ich es Ihnen erlaubt habe! Ich fasse doch gar nichts an. Wie sind Sie überhaupt in mein Büro gekommen? Durch die Tür? Ich habe das Gefühl, dass ich im falschen Büro bin. Es sei denn, ich wollte einen Tee. Oder eine Katze. Zeigen Sie etwas Respekt und schauen Sie mir in die Augen, wenn Sie mit mir sprechen! Ich schaue doch in Ihre Augen. Wir sind doch auch gleich groß. Also ich gehöre zur Gruppe der Hogwarts-Schüler, aber ich habe mich verspätet, weil ich noch auf der Suche nach dem schrumpfhörnigen Schnarchkackler war. Sie scheinen ja Katzen sehr zu mögen, Madame Umbridge. Miss Diggory hat mich hierher geschickt. Er meinte, dass Sie mir helfen würden. Sie sind doch bestimmt eine sehr hilfsbereite Person, oder nicht? Was macht denn eine Gruppe von Kindern im Zaubereiministerium? Naja, wir machen hier unser Praktikum, Madame Umbridge. Ich bin einer der Schüler aus Hogwarts und wurde hierher geschickt, um die Abteilung für magische Strafverfolgung zu besuchen. Wie bereits erwähnt, habe ich mich etwas verspätet, weil ich mit Mr. Lovegood noch zu tun hatte für den Kletterer. Wichtige journalistische Arbeit. Und dann hat mir Miss Diggory gesagt, ich solle mich hier melden. Ich hätte mir denken können, dass Diggory dahinter steckt. Sie sind also ein Schüler aus Hogwarts. Wie heißen Sie? Cody Bailey, Madame Umbridge. Oh, wirklich? Der sogenannte Held von Hogwarts? Ich schätze, so nennen mich manche Leute, aber mein Name ist mir lieber. Wie reizend! Ich wollte gerade einen Tee trinken. Sie werden feststellen, dass man sich dabei entspannt und offener wird. Jetzt schüttet mir da kein Veritaserum rein. Vielleicht werden Sie irgendwann einen Tee mit mir trinken? Möglicherweise haben wir einiges zu besprechen. Das hoffe ich doch, Madame Umbridge. Sie scheinen eine interessante Hexe zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen bei einer Tasse Tee alles erzählen könnte. Das freut mich zu hören, Cody Bailey. Und Sie haben recht. Ich habe ein Talent dafür, Leuten ihre Gedanken zu entlocken. Tut mir leid für die Umstände, Madame Umbridge, aber ich komme viel zu spät zu meinem Praktikum. Keine Sorge, mein Lieber, wir werden definitiv demnächst einen Tee zusammen trinken. Ich brenne darauf, von Ihren Abenteuern zu hören, insbesondere was die verwunschenen Verliese angeht. Selbstverständlich, Madame Umbridge. Viel Glück, Cody Bailey! Oh, und Sie sollten mit Wilkie Trolltruss sprechen. Ich bin ihm auf dem Weg hierher begegnet und er hat von Schülern gesprochen. Ich glaube, er war auf dem Weg zum Allzweckraum. Oh, vielen Dank, Madame Umbridge. Ich werde sofort mit ihm sprechen, um mein Praktikum zu beginnen. Ach, die Frau ist ja richtig nett. Da freue ich mich ja schon auf einen Tee, in dem hoffentlich kein Veritaserum drin sein wird. Veritas muss zurück sein. Ich kann ihn von meinem Büro aus hören. Der ist immer so laut. Also, das ist immer so schlimm. Der macht immer so einen Krach. Beeil dich, geh einfach hin, okay? Tschüss mit Ö. Nein, das ging anders. Wie sagen die jungen Leute heutzutage? Horrido.